Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Struggle Play. Heute mit relativ gutem Internet, 13 Uhr. Mal gucken, trotz Feiertag, einen schönen Feiertag, falls bei euch heute Feiertag ist. Bei uns ist es eine, Heilige Drei Könige. Und normalerweise kommen bei uns auch die Sternsinger, aber heute Corona bedingt leider nicht. Okay, wir spielen heute weiter mit nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ja, in dem Fall bin ich nochmal ganz kurz weg, weil ich Twitch erst noch finden muss in OBS. Bis gleich. So, jetzt aber. Ich weiß nicht warum, ich musste es nur neu starten. Manchmal liegt halt auch OBS. Wenn Internet und Kamera gut ist, dann zickt halt OBS. Öfters mal, was weiß, ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Feiertag gesagt. Und hallo Solveiger, schön, dass du wieder zuschaust. Und ja, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, aber ich war ein bisschen fleißig. Ich habe ein paar Krocksamen. Oder Krocksamen, habe ich gesagt. Ein paar. Und deshalb können wir jetzt erstmal gucken, wo wir die ausgeben können. Ich glaube, das war einmal hier, genau. Oder fehlt noch was anderes? Und jetzt ist die Steuerung. Wieder eine Cola. Bei Tell Me Why, da war es ein. Da hatte ich einen Xbox-Controller und jetzt habe ich den Link-Controller. Da ist einfach X und Y und A und B vertauscht. Das ist echt cool. Okay, es fehlt mir hier noch eine Hinox-Urkunde. Okay, ach scheiße. Hier ist noch eine Hinox. Aber das ist eine echt hohe Massage. Was ist da aber 2000 Rubine? Rubine habe ich denn? Ich habe irgendwie gerade immer Rubinmangel. Und bezahlen wir halt die arschteure Kronenmassage, weißer Marsch. Bösen Knöpfe. Ja, ist echt so. Könnte man sich hier nicht mal auf ein einheitliches System einigen. Die Bergarbeiter-Koronen wünschen sich eine echte Koronenmassage. Hilf ihnen mit den Materialien für eine Hütte und verschaffe ihnen ihren massiven, steifen Schultern Entspannung. Ein großartiger Massageraum wurde gebaut und zur Einweihung wird der Veteran von Coronia Daruk sie testen. Wenn seine Spannungen gelöst sind, wird er ein noch mächtiger Krieger werden. Hi, Herz, für Daruk. Okay, sehr gut. Den spielen wir ja so oft. Den spiele ich ja so oft. 37. Ist so heute. Ach, was ist da alles Geld? Oh, da. Genau, da brauchen wir Saphire für den stilvollen Ring. Um den großen Feen zu noch größerer Macht zu verhelfen, soll Mija ein Geschenk in Form eines Rings übergeben werden. Finde und überbringe die Edelsteine, die dafür benötigt werden. Den fetter Ring mit 50. Aus einer großen Anzahl Saphire wurde ein großer Ring angefertigt und Misha übergeben. Ja, ja. Glücklich über den Ring, der perfekt auf ihren kleinen Finger passt, lud Misha ihre Schwestern zum Training ein. Finger, komm on. Was kam da jetzt dazu? Hier noch was. Okay, war schon da. War doch auch schon da, oder? Verlängerung der Wüstenstraße. Anhängerinnen der großen Feen möchten ein Bauprojekt beginnen, um eine Straße von Gerudelstadt bis hin zur Quelle zu bauen. Sorge die Arbeiterinnen mit kühlenden Materialien. Okay, das. Die ersten zwei sind kühlende Materialien, aber die fahren. Ich habe keine kühlenden Materialien.
Fehlermeldung. Da den Arbeiterinnen nun auch die Wüstenhitze nichts ausmachte, ging ihre Arbeit noch schneller voran. Die Quelle ist zwar noch weit entfernt, doch nun rückt sie in greifbare Nähe. Aber in Wrath of the Wild gab es gar keine Straße. Du hast ein Dankeschön von den Bewohnern von Gerudo erhalten. Bravo, Frostmelo, jetzt bitte auf Steingart. Ah, hier. Haben die neu? Ja, Leunen. Müssen wir mehr Leunen fetten. Das antike Weisheit. Prüfung der Steine. Eine Stimme aus dem Nichts spricht zu dir. Als Worte aus Licht vor deinen Augen erscheinen. Nur wer die Tür der Prüfung der Steine passiert, darf nach unserer Macht streben. Okay. Nee, die Steine wieder. Du bringst den Worten aus Licht die Materialien und hörst erneut die Stimme. Du hast dein Können in der Prüfung der Steine bewiesen. Diese Macht soll dein sein. Okay, ich habe aber nichts gekriegt, weil ich jetzt was gefallen habe. Und da fehlen Leunen und... Sehr gut. Wo gibt's denn viele Leunen und Hinox? Ich auch, meine Liebe. Dann war es das schon mit mir. Brauche ich auch Leunen. Leunen, Huf und Hinox. Okay, dann würde ich sagen... Ich mache dir mal die... Ich bin wieder mit. Hallöchen, hallo Amy. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's dir, meine Liebe? Also Marsch. Und hallo Viking Barbe. Nicht sagen, aber gleich mal Wassermarsch. Hallo zusammen, wie geht es euch? Oh, ich bin heute irgendwie ein bisschen geredet. Ich habe scheiße geschlafen. Mein Tinnitus ist mega laut. Heute. Also auch nicht. Mich gestern so aufgewühlt im Spiel. Wie geht's denn dir, Viking Barbe? Genau, wie geht es dir? Ja, erstmal auf dich aufmerksam machen. Jo. Das machst du auch mit dem Hallo, würde ich sagen. Aber ich habe heute auch wieder echt einen rauen Hals. Ich glaube, ich habe gestern so viel vorgelesen. Was kochen wir denn? Rubine? Wir brauchen gerade eigentlich immer Rubine. Ach, wir können ja jetzt immer auf zwei Sachen kochen. Nein, Moment. Ich komme übrigens heute auch ein bisschen durcheinander. Wegen der Tassenbelegung. Weil die in Tell Me Why wieder ganz anders war. Gerade Erfahrung. Am Arbeiten, also alles wie immer. Okay, das heißt, das ist bei euch jetzt heute kein Feiertag, in dem Fall. Und wen wollen wir mitnehmen? Stufe 34. Oh, wer ist hier mein Lieblingscharakter? Scheiße. Oh, die sind jetzt Stufe 26. Das wollte ich mal leveln, glaube ich. Ich glaube, ich nehme an. Ich hab Vertrauen in die Nope, den südlichen Luxus haben wir hier nicht. Ja, ich glaube, allgemein haben wir im Süden mehr Feiertage als ihr im Norden, oder? Du tust mir leid. Ja, gibt's bei euch den Sternsinger? Bei uns kommen eigentlich an Heilige Drei Könige, also da geht man dann in die Kirche eigentlich und danach laufen dann die Sternsinger los. Ich war auch immer, ich war jahrelang Sternsinger. Und dieses Jahr dürfen die das halt jetzt nicht machen und das ist irgendwie voll seltsam. So den ganzen Tag irgendwie bei uns auf Sternsinger aus. Ich tippe. Ja, auf der Farbkarte darf ich nicht fallen. Ja, die Farbkarte ist wieder dahin, kennst du? Dass ich wieder ganz woanders gehen kann.
Full Impact. Lauf ja schon gut. So, aber ich sehe. Ah, da kommt schon welche Kampfkarte hier. Ich hab jetzt auch noch nicht. Geht, aber wir haben, glaube ich, 2 Tage weniger wegen Ball. Ja. Halt auf. Wir sind halt noch sehr komisch geprägt, glaube ich. Ja, wir glaube ich auch von mir feiert werden. Ja, aber eigentlich sollte man nach Bayern gehen. Hat Bayern die meisten Feiertage? Und extra zu den Kreisen gekauft. Damit er sich nicht mehr riecht, weil er das nicht. Super. Ja, wollte ich doch. Dann kommt ihr mit der Kopfkraft wieder. Wenigstens habe ich mal keinen Zeitdruck. Komisch. Warst du schon mal in Bayern, Weichenbarbe? Ich glaube, ich war noch gar nie in Bayern. Hier kommt unsere Geheimstrategie. Oh. Ich werde diese Kinder nicht zeigen. Ja. Alle gut. Ah. Ja, das wäre nicht der, den du stoppen sollst. Ein Ding möchte ich zum Hauptquartier vorgedrungen. Ah. Nur in München bisher. Bin wieder raus. Wollte nur mal heißer. Alles klar, vielen Dank fürs Vorbeischauen, Eben. Bis später. Und wie war es in München nicht so cool? Weil hier kommt schon viel Jäger auf die Tiere. Was ist das denn macht, wenn ich das auch gut habe? Unübersichtlich hier. Bayern hat jetzt mal die ganze Feiertage Baden-Württemberg. Dann gibt es aber einen Tag nur in Augsburg und noch einen Tag nur in Berlin-Katholische Gemeinde. Okay. Ja, dann musst du dir noch die richtige katholische Gemeinde aussuchen. Nach Augsburg und hoffen, dass das okay. Ja, in dem Fall. Oh. Ah, jetzt ist hier noch keiner. Okay. Ah, super. Hat es jetzt drei Ausgänge?
normales Problem. Stellung halten können. Dann muss ich die Zeit lassen. Klingt nach einem Plan. Und dann müssen wir noch hoffen, dass das Internet da gut ist. Extra aufgehoben für dich. Was macht ihr jetzt? Die Lanze für mich. Und Schwertbananen. Jetzt bin ich nur ein Schwert. Ich habe nur eine Reiselanze. Und was für das? In der Schacht ist sehr gut. Mit der Ruf können wir das tatsächlich. Oh. Und nur 400 Ruf. Finde ich das ein bisschen wenig Belohnung. Tatsache. Ich guck ganz kurz nach der Heizung. Bei mir ist es gerade irgendwie ein bisschen kalt. Na. Ja. Kein Wunder, wenn die nicht an ist. Oh. War ich auch so kalt? Bei uns schneit es heute total. Eine Kraftprobe. Stufe 36. Oh, guck mal, da gibt es Leute und Hinox. Aber Stufe 36. Aber ich brauche Leute und Hinox. Okay, Moment, wir hatten doch noch eine. Ja, Boris. Folge die Jägerbande. In der Wüste lauern auch immer viele Gefahren, von denen die Jägerbande und die Monster nur einige sind. Urbosa nimmt die Steuerung des totalen Warner Boris und beginnt der Wüste den Frieden zurückzubringen. Okay. Da kann ich gar nichts kochen, weil Boris leider nichts essen kann. Ja, dann ist kalt, ja. Ich hab so 2 Grad. Wusste das Haus heute noch nicht verlassen. Okay. Ich auch nicht. Weil, wie gesagt, ganz weiter. Da habe ich das Haus heute auch noch nicht verlassen. Bei uns? Moment, ich schau mal bei uns. Das ist minus 1 Grad. Minus 1 Grad. Du kannst einige gegnerische Angriffe mit Hilfe von L abwehren. Ja, das kann ich ja so gut. Alle Attacken, bei denen Blitze erzeugt werden, leeren die Spannungsleiste nach und nach. Behalte die Spannungsleiste im Blick und nutze bitte, weil genau, weil das habe ich letztes Mal, glaube ich, nicht beachtet. Die Spannungsleiste.
Drücke R, um einen Blitz auf das Ziel abzufeuern. Drücke ZR, um ein Gewitter zu erzeugen. Das einen weiteren Bereich um dich herum. One moment. Der noch. Das war jetzt irgendwie gut geschwimmen. Das haben wir fast genommen. Ja, das 3 bis 4 Grad. Darf ich konnten? Ja, alles okay. Wobei, man könnte ja auch sagen, ich habe gewonnen, weil bei mir bestimmt am meisten Knie. Ah.
sogar noch hinter mir rum. Auch zwei. Vielleicht in der Wüste sehe ich die noch am besten tatsächlich. Klingt logisch, gehe die Mitte am Geld. Okay. Also habe ich gewonnen. Ich sehe gerade, ich hatte den Zeitlimit. Oh, das habe ich gar nicht beachtet. Dieser Kampf macht den Gerudo keine Schande, nicht wahr? Er war ein Gegner, aber wo ist er? Da ist noch einmal drüber. Oh, von hier auf die Idee. Um Waffen. Ja, das habe ich nämlich auch gemacht. Als ich Borok gesammelt habe, habe ich ein paar Waffen zusammen gemanscht wieder. Und das kostet ganz schön viel Geld. Also da geht mein meistes Geld geht drauf für Waffen zusammen fusionieren. Ja, jetzt kommt noch mal was. Wir kommen nicht aus der Wüste raus. Das gibt da auch das. Und da. Ach, ich liebe die Leute. Ich brauche dich. Und wir brauchen wieder. Oh, hier gibt's was. Nee, immer noch nicht. Ich suche immer noch die Augen von den Fledermäusen. Fledermäusen. Bonbon. Zu den Hinoxen-Rollen. Zeitlimit. Yay! Zeitlimit! Der Angriff leicht. Wir machen. This looks quite satisfying. What a treat! Oh. Lass mich nicht hängen. Auf dem, was war das? Auf dem Schlachtfeld kannst du Items finden, wie zum Beispiel. Als jeder in Hyrule kooperiert, um sich der Verkehrung entgegenzustellen, wird auch die Genossenschaft der erfahrenen Händler. Pika-Module können effektiv gegen mächtige gegnerische Angriffe. Hast du ein Schild ausgerüstet, kannst du einen gegnerischen Angriff kontern, indem du mit Hilfe von ZL blockst. Echt in dem richtigen Argument Y und Y. Haha. Okay,
ich will dir das schon wieder. Da ist gar kein Gegner im Paar. Ich glaube, das kann niemand dann die gehen in die Luft. Sehr schön, wenn wir den Sieg bewegen, ist es zu segnen. Ah, Leutenhuf brauche ich. Und Hinox, irgendwas brauchen wir. Geht ganz gut, das ist schön. Was hast du getrieben die letzten Tage? Habe ich dir überhaupt schon ein frohes neues Jahr gewünscht? Ich glaube nicht. Ein frohes neues Jahr. Und ist heute Feiertag bei dir? Vermutlich nicht. Bei Valkenbarber ist kein Feiertag. So, und die Quest, die machen wir jetzt 500 Mal, bis wir genug Materialien und Urkunden haben. Oder was ist der Plan hier? Es gibt neue Einträge in der Galerie. Pass auf, hier. Ja, hallo, wir brauchen 15 Leute. 15. Kann ich gleich noch einmal machen. Und hier, ja, ein kostbares Hufeisen. Da war noch der andere Hufeisen. Die hier war es, oder? Genau. Auch Generalprobe. Ich glaube, wir machen erst. Du erfährst, dass Maronus, der Musiker im Wald der Crocs, alle Crocs zusammenrufen und ein Konzert abhalten möchte. Bitte finde viele Crocs-Samen für schöne Musik. Oho. Habe ich gemacht. Hätte ich drauf gemacht. Maronus erfreute sich daran, zusammen mit allen aus dem Wald der Crocs zu tanzen, während er die Rasseln schwang. Still wachte der Dekobaum über das Vergnügen. Ja. Wurde auch mal Zeit. Dass der eine Zeit. Wie ist noch? Pyromagus Bankett. Und da brauchen wir auch Hino. Aber die können wir trotzdem machen. Also dann machen wir die noch. Nachdem die vier Schwestern in die Schlacht verwickelten, soll Marlon, der Gott der Pferde, einem Anhänger übergeben werden. Finde und überbringe die Edelsteine, die dafür benötigt werden. 7 Diamanten. Marlon wurde ein aus einer großen Anzahl Diamanten gefertigter hufeisenförmiger Anhänger übergeben.
Er war etwas sprachlos, doch dann zeigte er zu Dank seine Geheimtechnik. Oh, okay. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einmal halt nochmal. Und dann machen wir die vielleicht nochmal. Wenn wir ein bisschen besser sind. Wie lange wünscht man denn ein gutes neues Jahr? Bin mir da nicht sicher. Ich glaube, heute darf man, glaube ich, noch und danach nicht mehr. Ich glaube, das ist bei uns so, nach Heilige Drei Könige. Frohes Neues auch dir, auch wenn ich glaube, wir hatten das schon einer zu. Okay. Ah, das stimmt, auf Instagram. Stimmt. Auf Instagram haben wir es uns auf jeden Fall gewünscht, das weiß ich. Ich habe die letzten Tage genutzt, mal wieder mit ein paar Leuten zu zocken, die sonst immer so wenig Zeit haben. Neujahrs, Lockdown sei Dank, ja. Das finde ich auch schön. Das würde ich auch gern machen. Hätte ich Internet. Hätte ich mehr Internet. Eine Kraft. So, pass auf, wenn wir jetzt nicht freuen. Na, das denn? Und der hier ist dann auch so. Ja, Leute, das ist hier. Böse Angriffe. Er ist zu schnell. Er ist zu schnell für das Spiel. Gerade hält er. Ja, gerade und gestern. Gestern ist er, da hatte ich Internet bis nach 6. Zwischendurch war es mal nicht so gut. Wahnsinn. Mir gerade alles zu entnehmen. Ja. Vielen. Glaube ich. Falsch.
ja auch nicht entscheiden. Sehr schön, möge der Sieg den Weg in die Zukunft bieten. Hin und her. Ob ich das bin. Ah, wir haben sogar 3 bekommen. Vielleicht reicht das jetzt. Vielleicht reicht das jetzt, aber die Hinox. Nee, war das, glaube ich, reicht. Ich glaube, die Animationen funktionieren eben immer nur auf einer Ebene mit dem Char. Ach so, okay. Aha. Also wird er in der Schräge nach oben gesetzt. Ah, das kann sein. Tatsache. Es ist nicht passiert. Aber wir haben genug Leute. Machen wir nur noch mal 5 Diamanten und 5 Sternen später. Keine Ahnung, wo ich die herkriege. Und wir machen mal Vorherrschaft. Und mal mit jemand anderem, weil ich verlevelt gerade echt. Nicht du, wie ich das? Willi. Link mit. Machen wir mit dir. Mehr Erfahrung, mehr Schaden. Bible Boy können wir wieder machen. Machen wir das doch. Pass auf, Marsch! So. Also hier ein Zeitlimit, das habe ich wieder nicht. Oh! Nicht. Diese Zeitlimits setzen einen echt mit. Bombenmodul. Du kannst eine Schwachpunktanzeige mit Hilfe einer Explosion etwas detonieren. Wenn ich es schaffe, die zu triggern, ja. Verwendest du mehrere Siegel der gleichen Form mit einer Waffe, kann sich der Effekt des Sieges oder die Kraft der Waffe verbessern. Wirklich? Achso, ja. Okay, ich weiß. Beim Einbauen, okay. Aber es deckt nicht. Starker Angriff. Drücke ihn mit einer normale Angriff. X, um verschiedene Arten starke Angriffe aus. Don't stay. Woher das? Diese Leistung verdient perfekt gut gemacht. Dankeschön. Könntet ihr auch mal was machen? Hier.
900. Ganz gut, sein. Ja, ich hab irgendwie heute echt schlecht geschlafen. Und dadurch ist jetzt auch mein Ton der Laude. Heute. Ich hoffe, das war gut. Und ihr habt mir die Sternchen-Frage noch nicht beantwortet. Kommen bei euch Sternchen hier? Oder kommt ihr nicht da? Dann hier heißt es schon gut aus. Ich habe immer viel von den Nebenrollen und die unten auf der Karte gemacht. Aber ich bin immer noch im Kapitel 4. Irgendwie. Weil ich so viele Nebenrollen habe. Jetzt hat mich jemand gestohlen. Mann, er hat mich gestohlen. Wieder. Funktioniert doch mein Maßgeschäft nicht mehr. Wenn ich nicht volle Herzen habe. Ja, bei mir ist heute Freitag. Okay, und ich werde heute Abend dann Yakuza beenden und mit Hyrule Warriors fortfahren. Ah, okay. Dann schaue ich ja nachher noch auf den Fall rein. Ob du das besser machst als ich. Wie lange hat Yakuza jetzt gedauert? Okay. Oh. Ich habe bei Yakuza laut 701 Stunden. Cool. Dann hast du da auch viel Zeit drin zu sehen. Nur viel mit den Bomben.
man alle selber machen. Dass man gar keinen Würfel hat. Aber ich vermute mal, dann hat dir das auch Spaß gemacht. Wenn du das schon gespielt hast. Der ist halt beim der immer mit rum. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, cool. Ja, Yakuza ist ein echt cooles Game. Okay. Da bin ich leider überhaupt nicht drin. Ich muss erst wieder in die Steuerung reinkommen von Hyrule Warriors. Das wird dann schon ihr Gesicht. Ich habe ja gestern noch Hyrule Warriors gespielt. Mit dem Xbox. Ich habe gestern Tell Me Bye gespielt. Mit dem Xbox-Controller. Und da ist halt auch wieder zum Umlernen. Ja. Aber dafür bin ich jetzt hier relativ schnell drin. Zwischen Xbox und Nintendo wechseln, ja. Genau. Ja, ich wollte sagen, guck, ich habe das gerade gelassen. Ich habe 999 Gegner mit. Bin ich wichtig. Sachen Robin. Oder mit dir. Und ich habe das nicht so in Leuten. Ja. Ich hoffe, der Leuten. Ja, voll also. Hat Lernen im Gras versucht. Woher habe ich jetzt einen Leunenkurs? Okay, ich glaube, ich muss mal wieder Waffen machen. Toll! Wie viele Spielstunden hast du in Hyrule Warriors? Das weiß ich nicht. Kann ich das sehen? Beim Speichern vielleicht? Ich habe gar nicht so viele, glaube ich. Wir müssen ein paar Mal vorzeitig abbrechen, war mein Internet. Sagt er dir, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja, 13,6. Nein, da spielt seit 33,6. Beziehungsweise. 33 Stunden, 7 Minuten. Hab ich da. Oh. Hier fehlt immer noch. Wo gibt's die Fledermäuse? Kann doch nicht sein, dass ich kein Auge mehr von diesen Fledermäusen kriege. Ich lebe noch. Weil. Ja, habe ich nicht mehr getragen. Okay, was bauen wir rein? Ging das jetzt noch? Zweite Kohle für Heilalter. Plus 20%. Schon. Ich darf nicht einfach. Vielleicht hat der Moldrian einen verschluckt. Vielleicht. 33 Stunden ist auch schon eine Menge. Ja. Eigentlich schon dafür, dass ich dachte, dass das ist so ein kleines Spielchen. Ist das auch ganz schön viel Zeit tatsächlich. Richtig. Sehr stark. Also eigentlich braucht Link keine Materialien im Gras. Und Schaden durch den Bahn. Den Mob noch weg. So. Das ist immer noch erst Stufe 12. Ich glaube, das ist. Ja, und 15 Stunden Story. Echt? How long to be? Sagt ca. 70 Stunden als Completionist. Okay. Und nur 15 Stunden Story. 100% werde ich das vermutlich nicht machen. Ich vermute schon.
bin so ein kleiner Perfektionist. Aber das ist auch, also wenn da steht 70 Stunden mit normalen Leuten, dann braucht Lara ungefähr 100. Okay, Impa. Angriffsreichweite. Schaden durch Gegner. Das ist auch so. Kann durch Attack. Falscher Nacht. Schaden bei Feinden. 4 Schaden nach 0 zu geben. Okay, dann ziehen wir jetzt den Feier weg. Weil die Decken ja eben. Weil ich wurde für Heil ein. Ach. Da macht ja eigentlich auch schon Schaden. Ich habe ja auch ein bisschen Schaden reingebaut. Ich habe ziemlich viel gegrindet drumherum, um diese Nebenmissionen abzuschließen, Lebenspunkte und Angriff zu geben. Sorry, dass ich gerade gerade einfinde. Und die Koroks nicht vergessen. Oh Gott, ja. Koroks gibt es ja auch noch, voll vergessen. Ja, das Ding ist, also ich habe jetzt ein paar gesammelt und man findet die halt echt nur mit dem Guide. Also echt versteckt. Also ist denn das gerade hier? Wer ab? Bitte. Das können wir noch reinbauen. Ja, und ich habe da, also da habe ich jetzt auch einige Stunden gebraucht. Und ich bin im zweiten Kapitel noch nicht fertig mit Vorwurfsammeln. Also ich habe glaube nur 4 Missionen gemacht, weil die Hauptmission halt dann auch schon lange gehen. So, was mache ich mit dir, Zelda? Du kommst hier mir. Oh, und wir haben Mika. Mika. Was soll ich mal was machen? Gehen wir schlafen. Gehen wir schlafen. Gehen wir schlafen. Aber da gibt es 2%. Oh. Mhm. 900 kostet das schon. Jetzt erst Stufe 13. Wann kann ich denn da neue Sachen reinbauen? Und was sagt Ausweichfähigkeit? Das ist ja was, was ich aktiv mache eigentlich. Wie kann ich denn das besser machen? Oh, nein, die Dia-Show beginnt zu starten. Echt, jetzt schon? Jetzt schon? 14:02 Uhr. Schön, danke. Eine ganze Stunde haben wir gekriegt. Eine ganze Stunde. Wobei gestern war es zwischen 2 und 3, glaube ich, auch nicht so gut. Und dann ging es wieder ein bisschen besser. Bei irgendwem, ich glaube Zelda habe ich das reingebaut, das Monsterteil hier oder so. Muss ich halt mehr grinden. Aber ob ich jetzt nach EP oder nach Materialien grinde, auch egal. Da eigentlich gar nichts reinbauen. Der Rot, der kriegt wenig Waffen, finde ich immer, aber den benutze ich auch. Die soll ich mal, bei denen habe ich noch gar keine Waffen. Gut. In der Schlacht, ja, wäre vielleicht nicht. Ich habe den Schaden bei 2 Herzen gehabt.